Der Bund betreibt seit 50 Jahren eine Flotte von sogenannten Zivilschutzhubschraubern. An 12 Luftrettungsstationen werden 18 Maschinen mit unseren Partnern eingesetzt. Im Frieden sind diese Maschinen Teil des Luftrettungssystems in Deutschland. Aber letztlich im Verteidigungsfall würden diese Maschinen darüber hinaus eingesetzt, etwa beim sogenannten Massenanfall von Verletzten, bei der Überwachung von Flüchtlingsströmen oder eine besondere Fähigkeit ist das Strahlenmessen. Insofern dient sozusagen jetzt der friedensmäßige Einsatz auch schon dem Training der Besatzung, der Piloten, um auf den Zivilschutzfall, der hoffentlich nie eintritt, besser und gut vorbereitet zu sein. Also ich war halt im Wald Mountainbike fahren und dann bin ich eine Abfahrt runtergefahren und dann war da eine Wurzel. Ich bin mit dem Vorderrad hängen geblieben an der Wurzel und habe mich überschlagen und wollte mich dann halt mit den Händen abfangen und dabei ist halt der Arm gebrochen. Wir haben vorher noch gesehen, dass da welche mit dem Hund Gassi gegangen sind und dann bin ich halt hingelaufen und habe Hilfe geholt. Ich wusste, dass ich dann, wo ich im Helikopter war, sicher am Krankenhaus ankommen werde und es mir dann besser gehen wird. Die Teamarbeit besteht im Wesentlichen aus vier großen Playern, möchte ich sagen. Das fängt beim BBK selbst an. Das BBK beschafft die Hubschrauber. Es geht dann weiter über uns. Die Bundespolizei stellt die Pilotinnen und Piloten für die Hubschrauber, übernimmt auch die Wartung und Instandhaltung. Dann kommt als drittes die Ärzteschaft. Die werden in aller Regel von den Stationierungskrankenhäusern gestellt. Bei den Rettungssanitätern ist es so, dass je nach Rettungszentrum von verschiedenen Hilfsorganisationen oder von der Berufsfeuerwehr die Kolleginnen und Kollegen kommen. Also insgesamt wirklich eine tolle Teamleistung. Wir haben für besondere Einsatzlagen in Hannover den Christoph Live. Das ist ein Simulator, ein Hubschrauber-Simulator, wo wir insbesondere die nicht alltäglichen Einsätze, die man kaum erlebt, aber wenn sie vorkommen, halt unbedingt trainiert sein müssen, mit der ärztlichen Crew und auch teilweise den Piloten trainieren können. Das Projekt haben wir jetzt, wie gesagt, 10 Jahre am Laufen und insbesondere in den letzten Jahren zusammen mit dem BBK, der Johanniter Unfallhilfe in Hannover und auch der Unfallchirurgie der Medizinischen Hochschule, haben wir das ins Leben gerufen, um genau dafür vorbereitet zu sein, so gut es halt geht.